Ja, hallo und servus. Besonders im Winter kann das Motoröl durch die vielen Kaltstarts und die kurzen Fahrten besonders belastet werden, weswegen ein Ölwechsel nicht vernachlässigt werden sollte. Zum Thema Ölwechsel habe ich schon mal ein Video gedreht, da könnt ihr darauf gehen. Aber dieses Mal möchte ich euch eine Alternative zeigen, und zwar den Ölwechsel durch Absaugen. Kurz zur Pumpe, diese hat 9 Liter Fassungsvermögen. Da ist es eben wichtig, darauf zu achten, falls ihr Motoren habt mit etwas größerer Füllmenge. Diese ist jetzt manuell zu bedienen. Elektrische Pumpen gehen generell auch, diese sind aber natürlich lauter und bei nicht so hochwertigen Pumpen muss man ja mit der Dichtigkeit aufpassen. Der Wechsel wird bei diesem Golf 5 1,9 TDI durchgeführt, also eine sehr, sehr verbreitete Maschine, wo man auch von oben an den Ölfilter kommt. Der Motorölwechsel mittels Absaugen ist ein recht kontroverses Thema. Ich würde gerne eure Argumente oder Erfahrungsberichte für oder gegen das Absaugen hören, schreibt diese bitte einfach unten in die Kommentare. Als erstes muss hier diese Motorabdeckung runter, die ist nur gesteckt. Da zuerst den einen und dann den anderen Teil runterziehen. Hier sitzt jetzt das Ölfiltergehäuse mit dem Deckel. Zum Lösen eine 32er Nuss nehmen. Daneben ist gleich das Ölmessrohr, wo die Sonde eingeführt wird. Wichtig, das Öl sollte auf mittlerer Temperatur sein, damit es eben gut absaugbar ist. Und jetzt kann man das Absaugen selbst vorbereiten, dazu den Ölfilterdeckel lösen und die Öleinfüllöffnung öffnen. Jetzt nehme ich den dickstmöglichen Schlauch, der ins Messrohr passt, und führe ihn bis zum Anschlag ein. Jetzt noch mit dem Verbindungsschlauch an die Pumpe selbst anschließen und das Vakuum aufbauen. Was da sehr komfortabel ist, man muss eben nicht permanent pumpen, sondern baut sich das Vakuum einfach auf und lässt ja sozusagen von alleine saugen. Wenn es anfängt zu schlürfen, zieht man eben damit Luft an und man weiß, dass der Großteil abgesaugt ist. Kleiner Tipp am Rande, passt da auf, wenn ihr den Schlauch wieder rauszieht, dieser kann ein wenig nachspritzen und das Dieselöl ist ja rabenschwarz und würde euch natürlich Flecken machen. Hier sieht man, was passiert, wenn das Führungsrohr vom Filter im Gehäuse stecken bleibt, wodurch das Öl eben aus dem Gehäuse nicht abfließen kann. Die Pumpe kam da jetzt wirklich gelegen, denn man sieht von einem alten Ölwechsel, dass hier noch ein abgebrochenes Teil von einem Filter drin liegt und hier eben dieses Rohr, welches normalerweise im Filter eingeklipst ist. Hier sieht man durch die Wand des Tanks eben, dass ca. 4 Liter abgesaugt worden sind. Jetzt kommt der neue Ölfilter rein, in dem Fall einer von SCT mit synthetischem Longlife-Filtermaterial. Normal kennt man ja den aus Papier, also Zellulosebasis mit Phenolharzimprägnierung. Nach Angaben des Herstellers soll dieser resistenter gegen ein Aufquellen durch Wasseranteile im Öl sein. Ganz wichtig auch den Dichtring der Gehäuseglocke tauschen, der eben beim Filter dabei ist, und darauf achten, dass er eben richtig in der Nut sitzt und vorher mit etwas Öl beschmiert wird, dass er eben nicht verkantet. Noch den Filter einsetzen und den Deckel mit dem angeschriebenen Drehmoment anziehen. Hier zur Kontrolle das nachträgliche Ablassen, und in diesem Fall, also bei diesem Motor, sind jetzt noch ca. 300 ml in der Wanne geblieben, was aber ganz unterschiedlich sein kann. Da gibt es eben Motoren, wo durch das Absaugen auch mehr als durch das Ablassen rausbekommen wird. Jetzt kann das frische Öl reinkommen, hier nehme ich ein 5W30 von Manol mit der aktuellen VW 507 Norm. Was die ganzen Angaben bedeuten und was ich zum Thema bestes Motoröl zu sagen habe, seht ihr im eingeblendeten Video. Ganz wichtig, füllt nicht gleich die komplette Füllmenge in den Motor, sondern zuerst einen halben bis einen Liter weniger ein, startet den Motor, damit das Filtergehäuse wieder gefüllt wird, und füllt dann nach 5 bis 10 Minuten Standzeit auf den genauen Pegel auf. Notfalls könnt ihr hier die Pumpe benutzen, um Überschüsse abzusaugen. Das Altöl natürlich nicht vergessen, das kann man gleich in das leere Gebinde füllen und zur nächsten Werkstatt oder Problemstoffsammelstelle führen. Ein kleines Wort zum Abschluss, ja, das Ablassen per Schraube wird natürlich nicht obsolet werden, ich will das Absaugen aber auch nicht verteufeln, man muss fairerweise auch in Erwägung ziehen, welche Argumentationen bei einem regelmäßigen Öl- und Filterwechsel und natürlich passender Konstruktion vernachlässigbar sind. Das komplette Motoröl kann praktisch nie aus einem Motor abgelassen werden, besonders wenn man ölgefüllte Komponenten hat, wie zum Beispiel der Vanus bei BMW. Und letztlich, falls man wirklich so viel Abrieb und Schlamm im Motor haben sollte, welcher nicht abgesaugt werden kann, hat man sowieso ganz andere Probleme als die Entscheidung zwischen Absaugen oder Ablassen.
Ja, also schlussendlich kommt es einerseits darauf an, was für eine Motorkonstruktion man hat, also wie zum Beispiel die Ölwanne konstruiert ist, und andererseits, was man natürlich für persönliche Ansprüche man hat, worauf man besonders Wert legt, zum Beispiel eben Zeitersparnis oder wenn man jetzt zum Beispiel sich die Arbeit ersparen möchte, den Unterbodenschutz runterzunehmen, und natürlich für was für einen Einsatzzweck man zum Beispiel die Pumpe benutzen möchte. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr up to date bleiben wollt mit meinem Kanal, klickt einfach unten auf Like und auf Subscribe. Und besucht mich auf meiner Facebook-Seite facebook.com/vollerskanal, wo ich auch andere interessante Dinge rund um das Automobil poste. Tschüss und bis zum nächsten Mal.